65 Jahre Bogensport wird im Rosental beim 1. SV Pößneck gefeiert. 1959 wurde in Pößneck der Verein zum Bogensport unter dem Namen BSG Einheit Pößneck gegründet. Er war somit einer der ersten Bogensportvereine in der DDR. Später schlossen sich die Mitglieder dem 1. SV Pößneck an und bildeten damit eine eigene Abteilung. Heute zum Sommerturnier wurden in den zwei Durchgängen jeweils 36 Pfeile geschossen. Damit hat jeder von den 25 Teilnehmern 72 Schuss auf die Scheibe abgegeben. Wir befinden uns heute hier auf der Bogenschießanlage. Wir haben aktuell gerade unser drittes Sommerturnier abgeschlossen. Da waren aus 5 Vereinen insgesamt 25 Schützen oder Teilnehmer an der Schützenlinie vorhanden. Gleich wird es, nachdem wir ausgewertet haben, zur Siegerehrung übergehen, um im Anschluss unser 65-jähriges Jubiläum zu feiern, das Bogenschießen Pößneck. Dafür haben wir Schießen auf lange Entfernung für größere Schützen, Schießen aber auch für Kinder unter 10 Jahren gleich was mit aufgebaut. Unsere Chronik wird mit ausgestellt sein über die letzten 65 Jahre. Wir kommen von der privilegierten Schützengesellschaft Gera seit 1660. Das ist die Abteilung, ein kleiner Teil der Abteilung Bogensport. Wir sind mit 9 Bogensportlern heute hier angereist. Davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Gold, Löwen einkassiert. Von den 9 Schützen sind 8 erfolgreich auf dem Treppchen gewesen. Wir haben ganz junge Schützen dabei. Wie lange bist du dabei? 2 Jahre. Ein Jahr. Auch ein Jahr. Also ganz junge Schützen. Wir haben auch einen sehr erfolgreichen Schützen. Wie lange schießt du schon? Ich jetzt schon knapp 5,5 Jahre. 5,5 Jahre. Wer uns und unseren Verein oder aber auch unseren tollen Sport noch mal erleben möchte, ist herzlich eingeladen. Am 14.09. in Krossen an der Elster schießen wir unser Fettguschenturnier und wir wünschen uns ganz viele Zuschauer. Nach dem Wettkampf gab es noch eine Siegerehrung für die Besten der jeweiligen Altersklassen. Hier war die Freude groß und die Anspannung vom Wettkampf weg. Am Ende des Tages tauschte man sich in gemütlicher Runde über den einen oder anderen Schuss noch mal aus. Wer auch gern mal dabei sein möchte, kann sich gern bei Daniel Linke, dem Abteilungsleiter für den Bereich Bogensport, melden.